So, dann kommen wir zurück zum Tagesordnungspunkt 2, dem EU Digital Service Act und Digital Market Act. Und ich darf herzlich begrüßen, heute als Gast im Ausschuss, virtuell zugeschaltet mittels Interaktio und ganz toll, es funktioniert auch, das ist nicht immer selbstverständlich. Herzlich willkommen, die EU-Kommissarin für Wettbewerb, Margarete Vestager. Herzlich willkommen bei uns im Ausschuss, Frau Vestager. Können wir Sie jetzt hören? You have to unmute you, sagt man, glaube ich, zwischen. Well, thank you very much for this warm welcome. Ganz herzlichen Dank für die warmherzige Begrüßung. Danke, dass Sie da sind und herzlich willkommen im Ausschuss für die digitale Agenda. Wir haben eine simultane Übersetzung, das wissen Sie alle, über die Software selbst. Das heißt, wer das übersetzt haben will, müsste sich jetzt dann noch einloggen. Wir haben vereinbart, dass Frau Vestager ein Eingangsstatement von ungefähr 10 Minuten bei uns hat und danach haben wir zwei Diskussionsrunden, fünf Minuten. Frau Vestager, für Sie als Hinweis, bei uns ist das so im Ausschuss, dass die 5 Minuten sowohl dem Fragenden, der Fragenden als auch Ihnen gehören. Das heißt, in den 5 Minuten ist sozusagen ein Gespräch zwischen der Fraktion, die Sie befragt, und Ihnen. Und dann wechselt für die nächsten 5 Minuten die Fraktion und es entwickelt sich wieder ein solches Gespräch. Das heißt, ich werde mich in diesen 5 Minuten immer sehr zurückhalten und sozusagen das Gespräch Ihnen und der fragenden Fraktion überlassen und mich dann immer nur einklinken, wenn die 5 Minuten abgelaufen sind und die nächste Fraktion mit den Fragen dran ist. Ja, Frau Kommissarin Vestager, dann darf ich Ihnen das Wort geben für ungefähr 10-minütiges Einleitungsstatement. Bitte schön. Well, thank you very much. Ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung und ganz herzlichen Dank auch für die Möglichkeit zu diesem Gespräch. Das erleichtert uns natürlich die Lage sehr, wenn ich hier Fragen beantworten kann und Kommentare aufnehmen darf. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und ich freue mich besonders, weil das Digitale Dienstegesetz und das Digitale Märktegesetz zusammen eine grundlegende Reform unseres digitalen Raumes darstellen. Und in vielerlei Hinsicht gilt Deutschland als Vorreiter bei der Bewältigung der Probleme, die wir heute auf europäischer Ebene haben. Und daher ist es mir eine besondere Freude, heute hier sein zu dürfen, Ihre Erwägungen aufzunehmen, Ihre Kommentare zu unseren Vorschlägen mitzunehmen. Dies gilt sowohl für den Kampf gegen illegalen Inhalte im Netz, als auch für die Umsetzung eines fairen Wettbewerbs in der digitalen Welt. Unser Ziel ist dabei ganz klar und einfach und ich glaube, wir teilen diese Herangehensweise. Wir möchten einen fairen, offenen und vom Wettbewerb geprägten digitalen Raum schaffen, der Sicherheit bietet für alle NutzerInnen und auch Innovation und Wachstum in der EU befördern kann. Und zu diesem Zweck haben wir nun dieses ehrgeizige einheitliche europäische Regelwerk vorgelegt, ein Gesetzespaket bestehend aus dem Digitalen Dienstegesetz und dem Digitalen Märktegesetz. Und wie Sie natürlich gut wissen, engagieren wir uns für dieses Unterfangen, weil unsere Gesellschaften sich so vielen Chancen gegenüber sehen, die aus der digitalen Welt erwachsen. Aber natürlich müssen wir auch die dunkle Seite, also die Herausforderungen dieser digitalen Technologien, bearbeiten und angehen. Bereits jetzt ist es einerseits so, dass digitale Technologien ein zentraler Bestandteil unseres Lebens geworden sind und nie dagewesene Chancen eröffnen. Ich denke, jeder hat das selbst erlebt während der Pandemie. Auf der anderen Seite haben wir auch alle Risiken kennengelernt, die das Ganze mit sich bringt. Das haben wir gesehen beim Cambridge Analytica-Skandal. Und auch Probleme, die Menschen beim Online-Shopping erleben und Probleme kaufen, mit denen sie sich nicht wohlfühlen oder keine Sicherheit fühlen. Und natürlich haben wir das auch erlebt beim Sturm auf das Kapitol in Washington.
Meiner Meinung nach ist das NetzDG, das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ein Ausgangspunkt für eine wichtige Debatte, wie man hier regulieren kann. Mit dem Digitale-Dienste-Gesetz möchten wir nun diese Stärken auf die europäische Ebene anheben, um einen Flickenteppich nationaler Regelungen zu vermeiden. Deutschland spielt auch eine Vorreiterrolle im Bereich der Wettbewerbsregelungen. Mit nationalen Wettbewerbsregeln und Gesetzen und dem digitalen Märktegesetz auf europäischer Ebene werden wir einen vollumfänglichen Werkzeugkasten an der Hand haben, um einzugreifen gegenüber digitalen Plattformen und problematischen Verhaltensweisen, wenn wir das brauchen. Die nationalen Wettbewerbsbehörden werden auch nach wie vor fallbezogen eingreifen, werden andere Wettbewerbsregeln heranziehen, wenn es um unilaterales Verhalten geht, zum Beispiel auch die jüngste Novelle des deutschen Wettbewerbsgesetzes. Und wenn solche Regeln herangezogen werden gegen Unternehmen, die nicht Torwächter oder Gatekeeper sind, oder wenn zusätzliche Verpflichtungen den Torwächtern bei Bedarf auferlegt werden. Ich kann Ihnen versichern, dass beide Gesetze, das Digitale Dienstegesetz und das Digitale Märktegesetz, eine logische Ergänzung und Erweiterung der nationalen Regulierungen auf europäischer Ebene nun darstellen. Das Digitale Dienstegesetz umfasst, um Ihnen ein Beispiel zu liefern, umfassende Transparenzverpflichtungen zu algorithmischen Entscheidungsprozessen, risikobasierte Analysen und eine ganze Reihe von Sorgfaltspflichten für digitale Dienstanbieter. Ich möchte noch genauer auf das digitale Dienstegesetz eingehen. Unsere Herangehensweise war von Anfang an dergestalt, dass wir nur dann einschreiten, wenn es tatsächlich notwendig und gerechtfertigt erscheint. Zu diesem Zweck haben wir auch ganz bewusst beibehalten, was in der E-Commerce-Richtlinie unserer Meinung nach gut funktioniert, nämlich das Herkunftslandprinzip, welches das Kernstück unseres Binnenmarktes bleibt. Im Gesetz über digitale Dienste schlagen wir Maßnahmen vor, um dieses grundlegende Prinzip beizubehalten. Zweitens, der bedingte Haftungsausschluss für Vermittlungsdienste war einer der Bausteine für das Wachstum des digitalen Raumes, wie wir ihn heute kennen. Aber gleichermaßen müssen wir darauf hinwirken, einen grundlegenden Unterschied herauszuarbeiten und klarzustellen, wenn solche Dienste nämlich sich wegbewegen von ihrer reinen Hosting-Rolle, weil sie Kontrolle über Drittinhalte ausüben oder wenn sie mehr sind als bloße Mittler in einer gewerblichen Transaktion. Dritter Punkt, das Verbot systematischer genereller Überwachung. Das ist auch ein Grundprinzip der Meinungsfreiheit im digitalen Raum. Und natürlich möchten wir auch das aufrechterhalten. Auf der anderen Seite korrigieren wir meines Erachtens ein sehr grundlegendes Defizit, welches im derzeitigen System auftritt. Wir schlagen vor, einen abgestuften Rahmen für die Sorgfaltspflichten, für die Due Diligence einzuführen, indem wir das Ganze asymmetrisch anwenden, je nach Größe, Art und Reichweite der Online-Dienste, um die es geht. Denn es ist ja nicht das Gleiche, ob man nun als großer oder kleiner Akteur im digitalen Raum auftritt. Bei Online-Plattformen möchten wir einheitliche und harmonisierte Regeln für die Sperrung oder Deaktivierung des Zugangs zu illegalen Vorgängen oder Informationen online schaffen, Regeln zur Nachverfolgbarkeit von Online-Verkäufern einführen, und das über ein Instrument, das wir Know Your Business Customer nennen, also kenne deine Geschäftspartner, Sicherheitsüberprüfung von Drittanbietern und auch noch Transparenzverpflichtungen, insbesondere zum Thema Werbung und angewandte Algorithmen. Bei den größten Plattformen mit mehr als 45 Millionen NutzerInnen in Europa schlagen wir zusätzliche Verpflichtungen vor. Beispielsweise müssen diese einen Mechanismus einführen zur Analyse und zum Management der Risiken, denen sie unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaften und unsere Demokratie aussetzen. Und sie müssen sich einer jährlichen Prüfung, einem Audit unterziehen durch staatliche Behörden und auch vielleicht der möglichen potenziellen Aufsicht
durch zugelassene Forscher. Letztlich werden unsere Regeln nur dann wirksam werden, wenn sie ordentlich angewandt werden. Deshalb schlagen wir ein innovatives und robustes Governance-Rahmenwerk vor. Auf der einen Seite schlagen wir also die Schaffung eines integrierten europäischen Systems der Kooperation zwischen der Behörde des Niederlassungslandes vor und auf der anderen Seite der Länder, in denen die Dienstleistungen dann angeboten werden. Auf der anderen Seite schlagen wir ein System der verstärkten Aufsicht für sehr große Online-Plattformen vor, deren Tätigkeiten eine große Anzahl an VerbraucherInnen betreffen. Nun möchte ich noch kurz auf das digitale Märktegesetz eingehen, bevor ich schließe. Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Vorschlägen. Das digitale Dienstegesetz zielt darauf ab, insbesondere gesellschaftliche Risiken anzugehen, die systemische Plattformen bergen. Das digitale Märktegesetz möchte die richtige Funktionsweise des Binnenmarktes gewährleisten, indem ein faires und offenes wirtschaftliches Umfeld geschaffen wird, insbesondere durch Konzentration auf die größten Online-Plattformen, wenn sie als Torwächter agieren, als Gateways, als Gatekeepers. In der Vergangenheit haben wir uns bestmöglich bemüht, diese Probleme bei den Torwächtern durch Wettbewerbsregeln zu lösen. Und zwar ist das Wettbewerbsrecht auch richtig und wichtig und ein wirksames Instrument bei der Bewältigung einiger der Probleme, die wir erleben. Aber in manchen Umständen reicht das nicht aus und da muss mehr getan werden. Denn damit werden nicht die notwendigen Instrumente bereitgestellt, um einige Teilprobleme in angemessener Zeit zu bewältigen. Und in der Zwischenzeit, wenn man dann nichts tut, entsteht Schaden. Mittelständler, KMU und Innovatoren verpassen Chancen. Manchmal werden sie aus dem Markt herausgedrängt oder haben keine Möglichkeit mehr zu wachsen und zu expandieren. Das digitale Märktegesetz beruht also auf dem Wissen, das wir schon durch die Durchsetzung der Wettbewerbsregeln erlangt haben, und auch beruht es auf tiefgreifender Marktforschung. Mit dem digitalen Märktegesetz schlagen wir ein Tool vor, das es uns ermöglicht, schneller voranzuschreiten und auch Rechtssicherheit zu schaffen für Akteure im Wirtschaftsraum und unfaires Verhalten durch Gatekeeper einzudämmen. Dabei handelt es sich um einen grundlegenden Paradigmenwandel. Der Vorschlag enthält auch eine ganze Reihe von Kriterien zur Identifikation der Torwächter und diese, sobald sie von einer Kommissionsentscheidung ausgewiesen wurden, müssen dann einige gut definierte Pflichten erfüllen und auch Verbote einhalten, und zwar bevor sie auf den Markt kommen im Vorfeld. Ein Beispiel. Den Torwächtern wird untersagt, Daten aus verschiedenen Diensten derselben Plattform zu kombinieren. Es wird ihnen untersagt, Daten von einem Handelspartner zu benutzen, um mit diesem Handelspartner in den Wettbewerb zu treten. Es ist ihnen untersagt, ihr eigenes Identifikationssystem durchzusetzen oder eigene Dienste bevorzugt zu behandeln. Natürlich hatten wir schon einige wettbewerbsrechtliche Fälle, die hier einschlägig waren. Die Gatekeeper müssen auch ihren gewerblichen Nutzern ermöglichen, als Beispiel, wenn sie diese Finanzdienstleistungen anbieten, dass diese Zugang und Interoperabilität genießen mit demselben Betriebssystem der Hardware und der Software, wie die Gatekeeper diese bereitstellen für ihre eigenen Finanzdienstleistungen. Oder sie müssen anderenfalls wirksame Datenportierbarkeitder Daten der Nutzer gewährleisten, ob das nun Daten von Personen oder Unternehmen sind. Ich möchte Sie noch einmal auf die Informationspflicht der Kommission über Übernahmen durch diese Gatekeeper informieren, egal wie groß diese Zukäufe sind, und weiterhin besteht für Sie die Pflicht, ihren Profilerstellungspraktiken gegenüber ihren Nutzern überprüfen zu lassen. Ich möchte mit einem gemeinsamen Punkt zwischen beiden Gesetzen schließen,
müssen. Wir planen ein System verhältnismäßiger, progressiver, aber auch abschreckender Strafen. Da gibt es zunächst einmal wesentliche Geldstrafen, 6% des Jahresumsatzes für das digitale Dienstegesetz, 10% des Umsatzes beim digitalen Märktegesetz, bis hin zu zeitweiliger Sperrung der Plattformdienste, aber auch beim digitalen Märktegesetz als letzte Handhabe besteht da die Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen durch strukturelle Trennung. Ich möchte noch einmal mit dem Verfahren enden. Ich hoffe, dass die Verabschiedung schnell geschehen wird. Es ist mir dringlich, diese Dinge voranzutreiben. Die Pandemie hat diese Entwicklung der Digitalisierung noch einen zusätzlichen Schub gegeben und die Anwendung dieser Regeln wird einen direkten Nutzen für europäische VerbraucherInnen und Geschäfte haben. Die portugiesische Ratspräsidentschaft möchte eine vollumfängliche Lesung der Vorschläge durchführen und mehrere Fortschrittsberichte im Rat für Wettbewerb im Mai dieses Jahres verabschieden. Und im Europäischen Parlament arbeiten diverse Ausschüsse zu Berichten und Stellungnahmen zu den beiden vorgeschlagenen Gesetzen. Und mit Ihrer Unterstützung können wir hoffentlich das hohe Tempo aufrechterhalten, natürlich auch mit notwendigen, tiefgreifenden Diskussionen. Aber Ihre Unterstützung für die beiden Vorschläge wäre außerordentlich nützlich, um sie schnell und effektiv durchzubringen. Ich freue mich nun sehr auf Ihre Kommentare, Erwägungen und Fragen und stehe gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kommissarin Vestager, für die ausführlichen Erläuterungen. Und ich will gleich loslegen für die erste Fragerunde für die CDU-CSU-Fraktion. Hans-Jörg Durz, bitteschön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, aber vor allem vielen Dank, Frau Kommissarin Vestager, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen, dass Sie bei uns im Ausschuss sind. Wir schätzen es wirklich sehr, dass Sie mit uns heute über diese für Europa so wichtigen Vorhaben diskutieren. Sie wissen, dass wir uns in Deutschland, Sie haben es auch angesprochen, seit längerer Zeit mit DMA und mit DSA beziehungsweise mit den deutschen Gesetzgebungen dazu beschäftigen. DMA haben wir beispielsweise uns auch in der Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 sehr intensiv mit Vorschlägen Richtung Europa auseinandergesetzt und vor allem haben wir aber unser Wettbewerbsrecht angepasst. Ich möchte zunächst auf den DMA zu sprechen kommen und natürlich ist es enorm wichtig, dass wir im europäischen Binnenmarkt einheitliche Regeln auch haben. Die Regulierung der Digitalwirtschaft, da begeben wir uns aber auf ein Feld, das für uns alle sehr neu ist. Und da ist zunächst mal meine erste Frage, ob es nicht angebracht wäre, wenn die Mitgliedstaaten auch zumindest für einen mittelfristigen Zeitraum auch die Möglichkeit hätten, eigene Spielräume zu nutzen, wie wir das jetzt bisher geregelt haben in unserem Wettbewerbsrecht, um dann auch mit verschiedenen Regulierungsansätzen experimentieren zu können. Frau Vestager, Sie legen direkt los, ne? Ja, thank you very much. Thank you. Ja, vielen Dank. Going back. Wenn wir jetzt zurückblicken, glaube ich, dass wir einen Fehler vielleicht gemacht haben in Europa. Und der Grund, warum wir vielleicht überrascht wurden während der Pandemie, ist, weil wir nie einen wirklich funktionierenden digitalen Binnenmarkt hatten. Wir haben einfach zugelassen, dass dieser Markt sich von sich aus entwickelt. Wir haben jetzt immer noch keinen richtigen, gut funktionsfähigen digitalen Binnenmarkt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Europa in der nächsten Phase der Digitalisierung sehr präsent ist. Wir sprechen über die Digitalisierung der Wirtschaft, wir sprechen über Transaktionen zwischen Geschäften, eine Phase, in der alles zum Datenpunkt sich entwickelt. Und da müssen wir in dieser Phase dafür sorgen, dass wir die Fragmentierung möglichst begrenzen. Und da, wo wir einen europäischen Ansatz brauchen, müssen wir auch einen europäischen Ansatz verfolgen. Ich habe mich vorbereitet schon seit dem letzten Mandat auf diese Gesetzgebung und wir konnten also relativ solide das vorbereiten und sehen, was wir brauchen, damit der Markt funktioniert.
Und es waren eben diese Vorschläge, dass man einen europäischen Ansatz braucht. Natürlich gibt es noch einen Spielraum für die nationalen Wettbewerbsbehörden. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir einen europäischen Ansatz haben, damit die Märkte überhaupt funktionieren können. Und um dafür zu sorgen, dass die Verbraucher wirklich Vertrauen haben können in den Geschäftspartnern, die sie dann, mit denen sie in Kontakt kommen über das Internet, genauso wie wenn sie einkaufen gehen würden, lokal einkaufen gehen würden. Die Sachen aber, die illegal sind offline, müssen auch genauso behandelt werden. Online müssen genauso illegal sein online. Ich finde es also wichtig, dass wir jetzt vorangehen, dass wir jetzt in Richtung einen einheitlichen Markt gehen. Wir sehen diese Fragmentierung, wir sehen eigene Vorschläge, die aus Frankreich und Deutschland kommen zum Beispiel, weil diese Mitgliedstaaten genau sehen, dass etwas jetzt schnell passieren muss. Um einen Punkt herauszugreifen, den wir im deutschen Wettbewerbsrecht etwas anders gefasst haben, als der momentan im DMA vorgestellt ist. Im DMA sind im Grunde Beispielfälle aufgezeigt. Im GWB haben wir eine abstrakte Rechtsnorm und die mit Beispielfällen angereichert. Dadurch glauben wir, dass wir etwas stärker zukunfts- und technologieoffener das Thema angehen. Sehen Sie die Möglichkeit, dass wir das etwas abstrakter formulieren oder dass Sie das etwas abstrakter formulieren beim DMA, als das bisher vorliegt? But I think that would take us back to sort of more traditional Ich glaube, das würde uns zurückbringen zu einer herkömmlichen Art des Wettbewerbsrechts. Wenn wir nämlich die Verbote und die Pflichten breiter machen, dann wäre es ein Schritt in Richtung Umsetzung von Artikel 101 und 102 des Vertrages. Und ich glaube, es ist wichtig, möglichst präzise zu sein, um auch möglichst schnell sein zu können. Natürlich brauchen wir eben eine bestimmte Dynamik. Wir schlagen dieses Instrument vor, damit Untersuchungen durchgeführt werden können zu möglichen zukünftigen Gatekeepern. Und wenn wir feststellen, dass bestimmte Eigenschaften da sind bei diesen Gatekeepern, dann gelten eben diese Verbote. Und ich bin genau ganz Ihrer Meinung, dass diese Gesetzgebung wirklich dynamisch sein muss. Ich finde es aber wichtig, möglichst spezifisch zu sein, um schnell handeln zu können und um die Rechtssicherheit herstellen zu können. Vielen Dank. Die nächste Fragerunde an die SPD und Falko Moors stellt die Frage, bitte schön. Yes, thanks a lot for being here today and taking the time for us. Ich möchte ganz kurz an meinen Vorredner nochmal anknüpfen mit nochmal, glaube ich, einer Erklärung und Nachfrage. Denn ich glaube, es geht nicht darum, dass wir eine Fragmentierung wollen. Ich glaube, es geht darum, dass wir schon sagen, dass es am besten auf europäischer Ebene auch aufgehoben und geregelt ist. Dass aber die Frage da ist, und das ist bei einigen Stellen vielleicht die Sorge, dass beim DMA im weiteren Verfahren auch durch Lobbying oder anderes vielleicht ein nicht so scharfes Schwert herauskommt, wie auf der nationalen Ebene bereits geschaffen wurde und dass dort gegebenenfalls eben auch nationale Regelungen über die guten europäischen Dinge hinausgehen können. Das vielleicht auch nochmal zur Einordnung. Ich möchte aber einmal kurz zum DSA nachfragen und wir legen viel Wert darauf, dass das Haftungsprivileg ja vorgeschrieben wird. Wir erleben aber, dass es in einigen Ländern ja auch eine intensive Diskussion über das Herkunftslandprinzip in den Fällen gibt, wo das Land eben vielleicht auch nicht seinen Pflichten in der Umsetzung so nachkommt. Wie planen Sie sicherzustellen, dass in dieser unterschiedlichen Debatte dann am Ende nicht das Herkunftslandprinzip doch wieder geschwächt wird? Thank you. I'm sorry if I may have missed some of the nuance. Just on the first part of your comment. Ja, vielen Dank erstmal. Aber zum ersten Teil Ihrer Bemerkung, das digitale Märktegesetz und die Wettbewerbsregeln werden ja parallel Geltung haben.
Es wird also einzelne Wettbewerbsfälle geben, die geregelt werden müssen, einmal auf der nationalen Ebene, aber andere, die eben auf der europäischen Ebene geregelt werden müssen. Es gibt hier viel Fantasie, muss ich sagen, wenn es darum geht, die Regeln möglichst breit auszulegen bei den Firmen. Diese Fantasie ist recht groß. Deswegen glaube ich, dass wir auf jeden Fall auch diese Durchsetzung auf EU-Ebene brauchen. Für uns war es wichtig, wirklich den Kern der E-Commerce-Richtlinie aufrechtzuerhalten, wenn es um das Herkunftsland geht, aber auch wenn es um die Haftungsregelungen geht. Und dieses Prinzip des Herkunftslandes ist für uns sehr wichtig, weil es wirklich auch der Kern des Binnenmarktes ist. Und häufig gibt es ein Misstrauen zwischen den verschiedenen Ländern, den Ländern, in denen die Dienstleistungen ankommen und die, den Ländern, in den, aus denen die Dienstleistungen kommen. Also das System der Umsetzung, das wir vorschlagen, würde bedeuten, dass das, was durchgesetzt werden muss, auch wirklich durchgesetzt wird. Wenn das Herkunftsland das eben nicht tut, dann haben wir ein System und die Kommission wird da sein, um dafür zu sorgen, dass die Regeln durchgesetzt werden. Wenn man aber zum Beispiel als Verbraucher, Verbraucherin, wenn man das Gefühl hat, zu tun zu haben mit einer Plattform und eben nicht mit einem Vermittlungsdienst, dass das etwas zu bedeuten hat. Der größte, der wichtigste Grundsatz wäre also die Fortsetzung des Haftungsprivileges. Wenn wir über Inhalte von Dritten sprechen und das aber gezeigt wird als eigene Inhalte, wenn man zum Beispiel als Händler wahrgenommen wird von den Kunden, dann bin ich der Meinung, dass diese Ausnahmeregelung nicht mehr legitim ist. Vielen Dank. Und wir hoffen, dass dann auch in Fragen des Datenschutzes oder des Jugendschutzes das dann auch tatsächlich in allen Ländern so umgesetzt wird, wie beschrieben. Ich würde noch mal zum DSA eine wichtige Nachfrage stellen. Wir haben vermisst, dass in dem Entwurf nichts bisher zum Thema Werbung oder Tracking vorgesehen ist. Wird sich das gegebenenfalls im Verfahren noch ändern aus Ihrer Sicht oder wofür treten Sie dort ein? I'm completely with you when it comes to privacy, and I know my colleagues here. Ich bin ganz Ihrer Meinung, was Datenschutz angeht, und ich weiß, dass meine Kolleginnen auch die nationalen Behörden, die auch hart arbeiten, um dafür zu sorgen, dass die Bürger in allen Ländern ihre Rechte genießen können, was Datenschutz angeht. Zum Thema Tracking würde ich Folgendes sagen. Wir versuchen uns die Probleme anzuschauen, die mit dem Tracking einhergehen. Wenn es um gezielte Werbung geht, dann muss man schauen, welche Probleme es gibt, dass zum Beispiel die Menschen nicht wissen, warum sie jetzt diese Werbung sehen. Wir brauchen also eine Transparenz, damit man herausfinden kann, warum man jetzt eine bestimmte Werbung sieht. Wir brauchen also eine gewisse Transparenz zu dem Tracking. Wir glauben, dass die Verbraucher eben die Macht haben sollten. Sie sollten diese Transparenz haben, um möglichst viel zu profitieren von diesen Diensten. Die Fragerunde für die AfD-Fraktion, Frau Kutter. Ja, vielen Dank und vielen Dank für Ihren Vortrag, Frau Vestager. Meine Frage bezieht sich auf Artikel 14 des DSA. Da sollen Plattformen zur proaktiven Löschung gemeldeter rechtswidriger Inhalte angeregt werden, ohne dass jedoch nach Artikel 7 eine generelle Überwachungspflicht besteht. Können Sie uns schildern, wie das in der Praxis umgesetzt werden soll und welche Gefahren sehen Sie da für die Meinungsfreiheit und wer bestimmt denn dann, was tatsächlich rechtswidrig ist? Yes, exactly this is key. Ja, genau darum geht es. One of the things that we have been
Eine der Sachen, die wir versuchen zu erreichen mit diesem Vorschlag, ist ein Gleichgewicht. Wie gesagt, das, was offline illegal ist, sollte auch online illegal sein. Ja, die Meinungsfreiheit ist natürlich eine der Grundpfeiler unserer Demokratie. Und wenn wir diese vertrauenswürdigen Hinweisgeber haben und wenn eben eine Meldung kommt von diesen vertrauenswürdigen Hingebern, dann müssen die Plattformen diese Inhalte auch löschen. Gleichzeitig muss es aber möglich sein, dass derjenige, von denen die Inhalte gelöscht werden, eine Beschwerde einlegen kann. Dass diese Person wirklich die Möglichkeit hat, sich durchzusetzen, dass das dann möglich ist, dass diese Inhalte dann, die gelöscht worden sind, dann wieder erscheinen, wenn sie eben nicht rechtswidrig waren. Es ist aber sehr schwer natürlich zu wissen, was rechtswidrig ist, und es kann Inhalte geben, die zwar nicht rechtswidrig sind, aber sehr schädlich sein könnten für diese Gesellschaften. Deswegen obliegt es den Plattformen, eine Risikobewertung durchzuführen. Sie müssen also bewerten, welche Risiken es geben könnte für unsere Demokratie, für unsere Wirtschaft, für unsere Demokratie. Und wenn es solche Gefahren gibt, dann müssen diese Gefahren begegnet werden. Ich glaube also, dass der Vorschlag ein gutes Gleichgewicht findet, dass es eben die Möglichkeit gibt, Inhalte löschen zu lassen, sperren zu lassen, gleichzeitig aber die Meinungsfreiheit gewährleistet wird. Wir wissen, dass Facebook zum Beispiel jetzt schon viele Inhalte sperrt. Aber wie gesagt, diejenegen, die betroffen sind, müssen eine faire Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Ich würde da gern bei dem Thema bleiben. Das DSA erklärt sämtliche Inhalte, die gegen das Unionsrecht oder das Recht eines Mitgliedstaates verstoßen, für illegal. Das bedeutet, dass neben dem EU-Recht grundsätzlich auch alle nationalen Regelungen der 27 EU-Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind, soweit der digitale Dienst natürlich in dem Mitgliedstaat angeboten wird. Ich frage mich, wie das kleinere Plattformen leisten sollen, sämtliche Inhalte zwischen legalen und Inhalten zu überprüfen, ob das legal oder illegal ist. I'm sorry, I had made the mistake not to mute myself and then I didn't get the entire translation. But from what I heard of, ich habe nicht alles gehört, weil mein Mikrofon gleichzeitig an war, aber ich glaube, Sie stellen eine Frage zu den Inhalten. Wir haben in diesem Vorschlag aber die Prozesse beschrieben. Es wird immer Unterschiede geben. Die Mitgliedstaaten werden immer unterschiedliche Ansätze haben. Etwas, das illegal ist in einem Mitgliedstaat, könnte vielleicht legal sein in einem anderen Mitgliedstaat, auch wenn man in einem anderen Mitgliedstaat gleichzeitig sieht, dass das vielleicht eine Gefahr darstellt für die Gesellschaft. Wir legen ja nicht fest, welche Inhalte legal oder illegal sein sollten. Es geht nur um die Prozesse, die wir brauchen. Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Jetzt schon müssen Millionen von Posts gelöscht werden. Die Plattformen müssen also eine Bewertung durchführen und versuchen herauszufinden, ob bestimmte Inhalte rechtswidrig sind. Bei diesem Vorschlag geht es darum, die Transparenz zu erhöhen und, wie gesagt, eine Beschwerdemöglichkeit festzulegen für diejenigen, die betroffen sind. Noch eine letzte Frage. In den USA sind ja einzelne Bundesstaaten dazu übergegangen und verlangen eine Zerschlagung von Facebook. Sie sind dafür vor Gericht gezogen. Wie steht die EU-Kommission zu der Möglichkeit zur Zerschlagung der großen Plattformen als Sanktionsmechanismus? Well, already now within competition law enforcement, that es ist jetzt schon nach option. Dem Wettbewerbsrecht möglich, dies zu tun. An option of last resort. Das ist sure natürlich immer der allerletzte Mittel. Of competition law, whatever illegal wenn das Wettbewerbsrecht nicht eingehalten wird, wenn es illegale Praktiken gibt, dann muss man zuerst schauen, ob es andere Möglichkeiten gibt, bevor man anfängt, so etwas zu machen.
can be splitting up a company, in diesem Vorschlag sind ja diese strukturellen Abhilfemöglichkeiten beschrieben, aber wie gesagt, nur als allerletzte Mittel. Ich denke, wenn wir eben eine solche Sanktion auferlegen wollten, dann würden wir wahrscheinlich ein Gerichtsverfahren dann sehen. Und das würde uns sehr lange Zeit beschäftigen. Und das ist nicht das eigentliche Ziel. Wir wollen eine Art Ordnung reinbringen in den digitalen Marktplatz. Ich glaube, das ist viel schneller und wird auch besser sein für die Kunden, die Verbraucher und die Firmen in Europa. Thank you. Für die FDP-Fraktion Mario Brandenburg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch von uns vielen Dank, Frau Vestager, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit uns zu diskutieren und den Gedankenaustausch zu den beiden wirklich wichtigen Ansätzen fortzuführen. Ich möchte thematisch ein bisschen Sprung machen. Sie haben ja schon angesprochen, dass es schwierig ist, bestimmte Dinge in nationales Recht zu übersetzen. Und ich würde gerne über die Digital Service Coordinators sprechen. Und insofern wäre es interessant zu wissen, welche Rückmeldungen aus den verschiedenen Mitgliedstaaten diesbezüglich schon gekommen sind. Wir haben in verschiedenen Ausschüssen das hier schon angesprochen. Und so richtig klar scheint es zumindest auf deutscher Seite noch nicht zu sein, wo und wer das sein kann. Insofern würde mich einen Blick in die EU interessieren, was an Rückmeldungen diesbezüglich schon gekommen ist. This is of course a key because, das ist natürlich ganz wesentlich, denn die digitalen Dienstekoordinatoren haben ja gleichermaßen die Rolle, auf Länderebene zu koordinieren und auch zusammenzutreten und Teil eines europäischen Systems zu werden. Bis jetzt ist es so, dass der Rat bei seinen Diskussionen noch dies nicht beleuchtet hat, also gibt es noch kein systematisches Feedback aus den Mitgliedstaaten. Der Rat geht natürlich schnell vor unter der Federführung der portugiesischen Ratspräsidentschaft. Das wurde ja schon unter der deutschen Ratspräsidentschaft angestoßen, aber ich habe noch keine Rückmeldungen bislang zu dieser Thematik erhalten. Das tut mir leid. Kein Problem, denn die Folgefrage, aber vielleicht können Sie die mir generisch an der Stelle beantworten. Es wird dann eben auch von der Möglichkeit, die Algorithmen oder die algorithmischen Systeme wirklich zu testen. Und die interessante Frage wäre, welche Personen sind das? Haben wir diese Kompetenzen und ist es eigentlich wirklich sinnvoll, dass jeder Mitgliedstaat diese wieder aufbaut oder ist so etwas dann nicht am Ende des Tages doch wieder eigentlich eine europäische Fähigkeit, die wir brauchen, um auf Augenhöhe eben mit denen Firmen zu kommen, die wir dann am Ende des Tages vielleicht regulieren wollen oder müssen? That is indeed a very important das ist and tatsächlich schon eine sehr wichtige und auch schwierige Frage, die ist knifflig, denn es gibt schon Kompetenzen, die uns noch fehlen. Zahlreiche Kompetenzen haben wir noch nicht, zum Beispiel in der Lage zu sein, die Prüfungen, die Audits und Risikobewertungen der großen Plattformen durchzuführen, in der Lage zu sein, genau zu durchschauen, wie diese Algorithmen funktionieren, wenn die Transparenz dann da ist. Ich sehe, wie sehr wir uns dafür einsetzen, dazu in der Lage zu sein und durch diese Daten durchzugehen, wenn es jetzt auch zu Wettbewerbsregeln geht und diese umzusetzen, da haben wir uns natürlich auch aufgerüstet und brauchen aber noch einige Kompetenzen. Was hier aber auch entscheidend ist, ist, dass wir das Ganze für große Plattformen umsetzen und auch das Board einrichten und das ermöglicht uns dann, die notwendigen Kompetenzen zu haben, um das durchzuführen. Aber ich bin da ganz Ihrer Meinung. Sie haben ja recht, da die Durchsetzung einer Gesetzgebung natürlich auch erfordert, dass die Menschen die Technologien, mit denen wir es zu tun haben, vollumfänglich verstehen. Dankeschön. Dann vielleicht, da es nicht mehr so viel Zeit ist, noch ein Sprung zum Digital Markets Act. Es sind zwar Interoperabilitätsforderungen oder Ideen vorgesehen, aber könnten Sie mir noch mal kurz zusammenfassen, wie diese Diskussion lief, da durchaus an der einen oder anderen Stelle eventuell noch mehr im Sinne von Interoperabilität eingefordert werden könnte, da wir Liberale glauben, dass das ein großer Teil eben zur Transparenz und zur Fairness aus Nutzersicht beitragen kann.
Yes, indeed. Ja, stimmt. I very much share this with you. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Auf einem offenen Markt ist die Interoperabilität ganz entscheidend. Und deshalb, wenn Sie jetzt Gatekeeper sind und Sie haben einen App Store und Sie möchten sich dann auch öffnen oder sollten sich öffnen können, dass ein anderer App Store mit Ihrem Betriebssystem arbeiten kann aufgrund der Interoperabilität. Das gleiche gilt auch für Zahlungssysteme, sodass eben andere Zahlungssysteme auch mit Ihnen interagieren können. Und sprichwörtlich geht es auch um die Portierbarkeit von Daten, die gewährleistet sein muss, sodass auch Login-Effekte minimiert werden können. Der DSA und der DMA sind nicht die einzigen Instrumente, die die Interoperabilität angehen. Der Communications Code wird auch Zugangsmöglichkeiten verschaffen, um diese Probleme anzugehen, den Bedarf an Operabilität anzugehen. Was wir versucht haben in unseren Vorschlägen, ist, dass wir ein verhältnismäßiges System finden im digitale Märktegesetz. Haben wir die Verpflichtungen auf einige Beispiele fokussiert, die ich Ihnen gerade aufgezählt habe. Die nächste Fragerunde für die Fraktion Die Linke, Frau Sitte. Ja, hallo, guten Tag. Die Debatte wird ja irgendwann sehr irdisch und deshalb will ich auch ein paar konkrete Fragen stellen, insbesondere beginnen mit Plattformen, die keine Unternehmen sind. Also wir haben ja beispielsweise so eine Plattform wie Wikipedia. Was ist dort in dem konkreten Fall beispielsweise vorgesehen? Wie sollen die befähigt werden, die Anforderungen umzusetzen oder sollen große Nicht-Unternehmensplattformen auch von den besonderen Regeln ab 45 Millionen Nutzerinnen betroffen sein? It has been really important for us. Für uns war es ganz, ganz wichtig, wie Sie schon sagten, auch das Ganze konkret zu machen, was ich persönlich sehr europäisch finde. Aber wenn man viel Macht hat, hat man natürlich auch große Verantwortung zu tragen. Und das ist sowas wie Wesenseigenschaft dieser zwei Vorschläge, dass sie eben asymmetrisch sind. Je größer, je wertvoller ein Unternehmen ist, desto mehr Verantwortung haben die auch und desto mehr Verpflichtungen sollten ihnen auferlegt werden, wenn es jetzt um Wikipedia geht. Die werden nur sehr wenig, wenn überhaupt, etwas zu verändern haben nach diesen Vorschlägen, weil die sind ja ganz, eine ganz besondere Plattform. Und wenn ich mir die Pflichten anschaue, die wir vorsehen, wird da sehr wenig anfallen für Wikipedia, wenn überhaupt etwas anfällt. Was wir als Gatekeeper bezeichnen mit vielen Nutzern, das sind diejenigen, die quasi die unvermeidlichen Handelspartner sind und man kommt quasi nicht an ihnen vorbei, um Geschäfte zu machen. Und da stellt man ja schon schnell fest, dass Wikipedia da nicht darunter fällt. Dankeschön. Okay. Meine zweite Frage bezieht sich auf Bedrohung der Meinungsfreiheit, digitale Gewalt, Hate Speech etc. In Deutschland ist es ja so, dass aktuell alle Betreiber von Websites nach dem deutschen Telemediengesetz verpflichtet sind, Impressen anzugeben. Das heißt also, Bloggerinnen ohne Geschäftsadresse müssten beispielsweise die Wohnungsadresse angeben. Das kann für Journalistinnen und Journalisten oder eben für Menschen, die von Stalking, Hate Speech oder anderen betroffen sind, sehr schnell noch zu einer Verschärfung ihrer Situation führen. Und daraus leite ich auch ab, dass es dort eine subtile oder eine sehr direkte Form der Bedrohung von Meinungsfreiheit gibt. Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz in Deutschland hat uns aber bestätigt, dass die Grundlage für diese Regelung die E-Commerce-Richtlinie ist, die mit den Vorschlägen, den vorliegenden Vorschlägen überarbeitet werden muss,
beziehungsweise soll. Und deshalb halten wir auch eine Änderung für dringend notwendig. Gibt es Überlegungen, diese Vorgabe zu ändern? Und wenn nicht, gibt es gesonderte Überlegungen, wie Betroffene geschützt werden sollen? We have this idea of platforms that they should wir haben schon die Idee, they should know their customer. But here Plattformen ja ihren Kunden kennen sollten. Also know your business customer, das wird hier angesprochen. Zum Beispiel, wenn man online einkaufen geht, sollte das in einem echten Laden sein, in einem echten Shop, wo jemand die Verantwortung auch übernimmt, dass die Dinge auch zurückgesandt werden können, dass sie auch europäische Normen befolgen, dass das keine gefälschten oder Fake-Plattformen sind. Das gilt jetzt für Händler. Wir sind der Meinung, dass man wir wollen beibehalten, dass man als Nutzer einer Plattform auch anonym bleiben kann. Aber als Blogger in zum Beispiel ist man nicht gezwungenermaßen verpflichtet, seine Identität offenzulegen. Ich würde sagen, dass diese Pflicht, dass man wissen muss, wer hinter einer Website steht, dass das nicht dasselbe ist, wie zu sagen, ja, man muss hier immer sich selbst einem Risiko aussetzen, wenn man jetzt was Kritisches posten möchte. Generell bezieht sich das auf die E-Commerce-Richtlinie. Und hier möchten wir auch diesen wichtigen Teil der E-Commerce-Richtlinie beibehalten. Das Einzige, was wir hier verändern, sind hier einige Aspekte, die direkt mit unseren Zielen im Zusammenhang stehen. Dankeschön. Die letzte in der ersten Fragerunde macht Bündnis 90 Grüne, Dieter Janicek, bitteschön. Ja, Frau Kommissarin Vestager, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns sind und möchte Ihnen auch unsere große Wertschätzung für Ihren Einsatz für den fairen Wettbewerb über die Jahre nochmal ausdrücken. In die Richtung geht auch meine erste Frage, nämlich wir haben ja in den digitalen Konsumermärkten insbesondere große Oligopole, Facebook wurde schon genannt, und wir haben jetzt in Australien gesehen, wie Google und Facebook Verhandlungstaktiken angewandt haben bei dem Mediengesetz, beispielsweise zur Beteiligung lokaler Verlage. Ja, die man schon als sehr kritisch bewerten kann. Wie gehen Sie denn mit solchen Verhandlungstaktiken um und beobachten Sie Ähnliches auch für uns in der EU auf uns zukommt? Well, we see that the lobbying budgets ja, wir sehen, in Brussels are going up. Lobbybudgets in Brüssel immer größer werden. Und wir haben vor einigen Monaten auch erlebt, dass the lobbying plans die that were leaked. Lobbypläne so auch geleakt wurden. Die sind durchgesickert und daher sind wir uns bewusst, welche really Interessen da draußen sind. Aber wichtig ist, dass wir im Blick haben, dass es da um eine Regulierung geht, um Co-Gesetzgeber. Und der Rat und das Europäische Parlament müssen entscheiden, was mit diesen beiden Vorschlägen passiert. Dort finden ja die Verhandlungen statt, nicht mit irgendwelchen Parteien außerhalb, diejenigen, die nämlich reguliert werden sollen. Zum Zweiten finde ich es ganz wesentlich, diese geistige Offenheit beizubehalten für legitime Kritik, für bessere Ideen als die, die wir hatten, vielleicht auch von Parlamentariern, von Ratsmitgliedern. Und gleichzeitig muss man in der Lage sein, das zu unterscheiden von Lobbyarbeit, die einfach nur Eigeninteressen dient, durch Menschen, die es nicht zu schätzen wissen, reguliert zu werden. Das ist etwas, wobei wir uns gegenseitig auch unterstützen müssen in den nächsten Monaten, sodass wir Lobbyarbeit auch als solches erkennen, aber auch zu schätzen wissen, wenn jemand sich engagiert, beteiligt an Diskussionen, wenn die Dinge schwierig werden und wenn man sie recht oder richtig zurren muss. Es gab ja jetzt einen sehr prominenten Fall, was die Sperrung eines Accounts auf sozialen Netzwerken anging, nämlich den Account von Donald Trump, den Twitter-Account, kurz sogar noch bevor letztlich dann er
Er war noch Präsident zu der Zeit. Das sagt ja auch sehr viel aus über die Macht von sozialen Netzwerken, auch wenn es vielleicht im liberalen politischen Umfeld begrüßt wurde. Wie stehen Sie denn zu dieser Frage der Sperrung von Accounts? Wer soll das eigentlich entscheiden am Ende, wenn solche Maßnahmen getroffen werden? I think the important thing here is was hier wichtig ist, glaube ich, ist die Transparenz. Zunächst einmal, dass man weiß, was man unterschreibt. Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute AGB lesen wollten, so wie ich das gerne tue, sodass sie wissen, was sie eigentlich unterschreiben, worauf sie sich einlassen. Was wir hier hinzufügen sollten, ist, dass die Plattformen nun die Pflicht haben, illegalen Content oder dass man illegalen Content nicht wegnehmen muss, wenn er eigentlich legal ist. Aber es kann Transparenz vermittelt werden. Es gibt auch Rechtsmittel. Man kann sich immer an die Gerichte wenden, sodass man darauf hinwirken kann, dass der Content da bleibt. Also Transparenz spielt da eine wichtige Rolle, sodass man eben beleuchtet, welche Handlungsmöglichkeiten man hat in diesem Raum, in dem die Dinge auch sich in einer Grauzone bewegen können. Wir regulieren allerdings keine Inhalte. Das sollen die Mitgliedstaaten selbst entscheiden. Und das ist das Gute daran. Und das Letzte wäre natürlich, dass die Freiheit, seinen eigenen Geschäften nachzugehen, auch gewahrt werden muss. Also das ist alles ein Balanceakt. Was hier allerdings wichtig ist, ist, dass die Meinungsfreiheit beibehalten wird. Allerdings in einem Umfeld, in dem wir die Konsequenzen ziehen daraus, dass hier die Online- und Offline-Welt zusammenfließen und dass das, was offline illegal ist, auch online illegal sein sollte und dass wir die Konsequenz aus diesem Slogan auch umsetzen sollten und genau das jetzt tun sollten, was wir gerade vorhaben, nämlich das auch in greifbare Gesetze einfließen lassen. So, vielen Dank, Frau Vestager. Das war die erste Fragerunde. Das war schon sehr spannend. Wir haben vorhin besprochen, dass, wenn es zeitlich ein bisschen knapp wird, die nächste Fragerunde auf 4 Minuten verkürzen. Da ich bei den meisten Fragen eh am Ende 1 Minute zugegeben habe, gleicht sich das dann auch aus. Wenn es also keinen Widerspruch hier aus der Runde gibt, würde ich das so handhaben, nicken rundum. Dann machen wir die zweite Fragerunde mit 4 Minuten, gleiches Verfahren. Und das Wort kriegt Thomas Heilmann von der CDU-CSU-Fraktion. Bitte schön. Ja, thank you very much for being here. We greatly appreciate your coming and we vielen Dank dafür, dass Sie heute bei uns sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind und wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Initiativen. Wir bei der CDU-CSU unterstützen beide Gesetze. Da wollte ich noch eine Detailfrage stellen. Aus rechtlichen Gründen würde ich das auf Deutsch formulieren, weil es eine Übersetzung braucht und es rechtlich, glaube ich, sehr präzise ist. Wir sehen digitalen Märkten eine Verschärfung des Digital Markets Act auch noch auf der Rechtsfolgenseite. Das heißt, welche Instrumente bekommt die EU und bekommen die Mitgliedstaaten, um Rechtsverletzungen oder mögliche Marktmissbrauchsstellungen zu bekämpfen? Die erste Frage richtet sich zum Konnektivitätszwang und die zweite dann zu der Frage, ob Sie und wie Sie Killerakquisitionen oder sogenannte Killerakquisitionen darstellen. Zum Konnektivitätszwang, damit meinen wir das, was den Mobilfunkbetreibern ja schon auferlegt worden ist, dass dass ein neuer Marktteilnehmer oder überhaupt ein Marktteilnehmer über Grenzen von Netzwerken hinweg in dem Fall telefonieren kann. Und wir können uns das eben sehr gut auch für Social Media, namentlich für Messenger-Dienste vorstellen. Sprich, ich bin Streamer-Kunde oder Signal-Kunde und kann meine Nachricht auch an einen WhatsApp-Betreiber darstellen, sodass ich nicht mehr gezwungen bin, bei WhatsApp zu sein, wenn ich Teil einer WhatsApp-Gruppe sein möchte. Ich würde es darauf beschränken und dann Sie noch nach Killer-Akquisitionen und nach Datenteilungspflichten fragen. On the first point on the enforcement. Zu dem ersten Punkt, also zu der
Durchsetzung. Im DMA schlagen wir ein neues Instrument vor. Da würde die Kommission für die Durchsetzung sorgen. Wenn also neue Gatekeeper sich entwickeln, dann würde es eine kurze Untersuchung geben. Man würde also feststellen, dass diese Firma jetzt ein Gatekeeper ist. Das bedeutet bestimmte Verpflichtungen und bestimmte Verbote. Nicht unbedingt alle, die man auflisten könnte, das kommt eben auf die Untersuchung an. Es gäbe aber noch die Möglichkeit für Wettbewerbsfälle, je nachdem, wie der Ausmaß ist, ob das jetzt ein eher nationaler Fall ist oder nur zwei oder drei Mitgliedstaaten beteiligt sind oder eben ob die europäischen Wettbewerbsbehörden dann tätig werden müssten. Beim DSA geht es um andere Bestimmungen als bei der Netzwerkgesetzgebung. Wir wollen auf der einen Seite die Interoperabilität gewährleisten. Wir sollten aber nicht die Innovation ausbremsen. Wenn alles immer interoperabel ist, wenn alles immer miteinander zusammenarbeiten kann, dann ist es natürlich sehr schwierig, auch für neue Dienste sich zu entwickeln. Wir müssen also beides haben. Wir brauchen die Interoperabilität, wir brauchen die Portierbarkeit von Diensten und dass man auf diese Weise eben die Märkte gestaltet. Zu dem Thema Killer Acquisitions, da haben wir schon angefangen und Artikel 22 der Richtlinie zu Fusionen hat ja schon eine Bestimmung zu diesem Punkt. Da geht es darum, dass die Mitgliedstaaten das Recht haben, zu erfahren von Unternehmenskäufen, die vielleicht genau geprüft werden müssen. Wir müssen also informiert werden, wenn eine Firma gekauft wird, und dann können wir prüfen, ob wir tätig werden müssen. Für uns war aber wichtig, erstmal anzufangen. Jetzt schon wenden wir die Regeln anders an als in der Vergangenheit. Wir wollen sehen, wie die Situation bei den kleineren Firmen ist. Das Mikro musst du anmachen. Glauben Sie, dass ein Konnektivitätszwang Innovationen bremsen würde? In der Telekommunikation hat sich das nicht als Innovationsbremse erwiesen. I find it difficult to say sort of as a blanket thing. Ich glaube, es ist schwierig, hier eine pauschale Aussage zu treffen, also entweder ja oder nein zu sagen. Wir haben versucht, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Interoperabilität. Wenn Sie zum Beispiel ein Betriebssystem haben und andere Wettbewerber nutzen Zahlungssysteme und App-Systeme, App-Stores und können eben mit Ihrem Betriebssystem zusammenarbeiten, mit diesen Apps, mit den Zahlungssystemen. Gleichzeitig, wenn Sie Signalnutzer sind, ist es nicht unbedingt gesagt, dass Sie dann mit WhatsApp zusammenarbeiten können, weil ja es ja sehr unterschiedlich Dienste sind. Wir wollen also wirklich hier eine gute Balance finden. Am Ende hätte man eine dritte, eine vierte, eine fünfte Art von Messenger-Diensten. Und das wären dann vielleicht Messenger-Dienste mit ganz anderen Eigenschaften, die wir noch gar nicht kennen. Ich glaube aber, der Ausgangspunkt hier ist ein anderer. Wir fingen an mit Textnachrichten. Da ging es denn dann um die Interoperabilität. Das war eine Dynamik, die von den Mitgliedstaaten ausging. Da sah man eine allmähliche Liberalisierung. Und ich glaube also, dass die jetzige Ausgangssituation eine ganz andere ist als die damalige. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal an einer Frage von vorhin anknüpfen zu den Digital Service Coordinatoren. Ich habe verstanden, dass die ja unabhängig auch sein sollen, aber vielleicht können Sie noch mal etwas zu den konkreten Aufgaben, Kompetenzen und was sie leisten sollen sagen, das mir auch beim Lesen noch nicht so ganz klar geworden ist. One of the main roles of the coordinators will be to Eine der Hauptrollen der Koordinatoren besteht
darin, im Gremium die Mitgliedstaaten zu vertreten. Wir haben das System mit dem Herkunftsland, mit dem Zielland und dann gibt es dieses Gremium, das dann eine Aufsichtsfunktion hat. Bei diesen zwei Gesetzgebungsakten geht es um unterschiedliche Behörden natürlich in den Mitgliedstaaten. Deswegen ist es so wichtig, nationale Koordinatoren zu haben. Beim DSA geht es um die Meinungsfreiheit auf der einen Seite, aber es geht natürlich auch um das Verbraucherrecht. Es geht um die Frage, ob die Waren, die wir kaufen, wirklich auch das sind, was sie sein sollten. Werden bestimmte Normen eingehalten? Das muss man also koordinieren auf der einen Seite. Und dann haben wir dieses System mit den vertrauenswürdigen Hinweisgebern. Es werden also unterschiedliche Behörden in den Mitgliedstaaten sein, die zuständig sind. Deswegen ist die Koordination so wichtig. Ich denke zuerst an das Wettbewerbsrecht, an die Behörden in den Mitgliedstaaten, die für das Wettbewerbsrecht sind. Das kann aber an mir persönlich liegen, natürlich, weil das für mich eine Herzensangelegenheit ist. Aber es gibt verschiedene Aufgaben. Und es geht natürlich darum, die Mitgliedstaaten einfach zu vertreten. Ich würde jetzt noch mal einen anderen Punkt vielleicht aufgreifen wollen, den Sie auch in Ihrem Eingangsstatement schon angesprochen haben, nämlich das Thema der Bußgelder. Dort ist ja, finde ich, schon auch auffällig, dass sehr unterschiedliche Höhen von Bußgeldern zwischen DMA und DSA gewählt wurden. Vielleicht können Sie das dann noch mal sagen, vor allem auch, warum diese Unterschiedlichkeit dort gewählt wurde. Yes, that is indeed a good question. And das ist eine gute Frage. Working, I think it comes from the fact that we have a different approach from und the ich glaube, es kommt daher, dass wir unterschiedliche Ansätze haben. Beim Wettbewerbsrecht gibt es eine Obergrenze von 10% der Umsätze in den betroffenen Märkten. Und nach der Datenschutzgrundverordnung, beim Datenschutz, da gibt es noch eine andere Schwelle. Und wir haben also wirklich unterschiedliche Ansätze. Und deswegen haben wir uns jetzt bei diesen Texten uns eben für diese zwei Zahlen entschieden. Und ich glaube, die Situationen sind auch unterschiedlich. Also das, was geregelt wird in den Gesetzen, ist auch sehr unterschiedlich. Für die AfD-Fraktion nochmal. Frau Kota, bitteschön. Ja, vielen Dank. Sie haben es gerade angesprochen, das European Board for Digital Services, das ja gegründet werden soll. Können Sie uns noch schon bereits Details zu der Ausgestaltung nennen? The board will be the Commission and Member States. And as you will, also es wird aus der Kommission und den Mitgliedstaaten bestehen. Sie haben gesehen, dass die Behörden im Herkunftsland jetzt viel mehr durchsetzen müssen. Wenn jetzt ein Zielland befindet, dass nicht genug getan wird, dann kann eben dieses Gremium tätig werden, um dafür zu sorgen, dass die Behörden in dem Herkunftsland wirklich die Regeln durchsetzen. Wenn man aber noch zurückgreifen muss auf die Kommission zur Durchsetzung, dann wird das Gremium mit einigen der gleichen Pflichten arbeiten wie jetzt beim Aufsichtsrat, den wir haben. Und das Gremium wird in der Lage sein, externes Fachwissen heranzuziehen, um wirklich alle Nuancen des jeweiligen Falles zu verstehen. Wir haben jetzt noch nicht die Details fertig zur Governance von diesem Gremium, aber das wird natürlich noch kommen. Jetzt habe ich noch eine Frage zur Transparenzpflicht. Wie ist es denn damit geplant, umzugehen, wenn Plattformbetreiber durch die Transparenzpflichten gezwungen werden, Informationen preiszugeben,
welche durchaus auch Rückschlüsse auf ihre Geschäftsgeheimnisse, wie zum Beispiel Empfehlungsalgorithmen, erlauben. Die müssen ja dann einen ordentlichen Spagat hinlegen. Yes, this is also here, it's a balance. We are not asking ja, auch hier geht es darum, eine Balance zu finden. Wir wollen die Quellcodes nicht bekommen. Uns ist klar, dass das wirklich der Kern des Geschäftsmodells sein kann. It is a bit like sort of the, und dass das Betriebsgeheimnisse sein können. Es geht darum, herausfinden zu können, wie diese Ergebnisse zustande gekommen sind, wie die Algorithmen funktionieren. Und das an sich wäre ja schon ein großer Fortschritt im Vergleich zum jetzigen Stand. Diejenigen, die die Regeln durchsetzen sollen, würden die Parameter kennen, würden aber noch jetzt eine letzte nicht Frage, mit welcher Dauer bekommen. Der Beratungszeit rechnen Sie denn im EU-Parlament und im Rat und hat sich Irland schon dazu gemeldet? I think a lot of comments are being made, but what ich glaube, I see the most es gibt viele Äußerungen momentan. Of engagement here. Ich sehe vor allem ein großes Engagement. Die portugiesische Präsidentschaft hat dieses als eine der Prioritäten benannt. And I think they have weekly meetings, und ich glaube, der Rat trifft sich jede Woche. Da gibt es Gespräche zu den Details. Soweit ich weiß, sollte die erste Lesung im ersten Semester des Jahres stattfinden, damit das dann beim Rat für Wettbewerbsfähigkeit behandelt werden kann im Mai. Ich glaube, das Parlament hat sechs unterschiedliche Ausschüsse, die gerne sich befassen wollen. Und es geht jetzt darum, wer die Federführung bekommen soll für diese Prozesse. Und das zeigt, glaube ich, wie wichtig diese Reform ist. Es geht hier wirklich um ein neues, einheitliches Regelwerk für digitale Dienste und für digitale Märkte und wie sie funktionieren sollten in Europa. Ich hoffe, dass wir die Prozesse beschleunigen können oder dass wir zumindest so schnell weiter voranschreiten können wie jetzt, sodass möglicherweise während der französischen Präsidentschaft beide Vorschläge verabschiedet werden könnten. Es geht ja hier um Verordnungen, sodass sie dann nicht umgesetzt werden müssen in nationale Gesetzgebung. Deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht relativ schnell fertig werden könnten und damit die Nutzer in Europa schon darauf zurückgreifen könnten. Vielen Dank. Die nächste Frage für die FDP, Mario Brandenburg. Ja, vielen Dank, Frau Westhager. Ich würde gerne quasi eine Ebene höher von DSA, DMA ansetzen. Es wurde ja angekündigt, dass die Initiative für eine europäische digitale Dekade diesen Monat startet und wollte Sie fragen, ob Sie uns da schon ein paar Informationen geben könnten. Ich frage in dem Kontext, da es ja gestern einen Brief an die Kommissionspräsidentin von vier Regierungschefinnen gab, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, und darin von einem transatlantischen Tech-Konsens gesprochen wurde. Und ich frage mich, was wir als Europäer in diesem Technologiekonsens denn beitragen, außer die Regulierung der Geschäftsmodelle unserer transatlantischen Partner. Yes, we are in the process of finalizing our communication about ja, wir sind dabei, die Mitteilung fertigzuschreiben zu der digitalen Dekade. Wir wollen dann umfassende Beratungen eingehen zu den Benchmarks, zu den Zielen. Wir wollen überlegen, was wir eigentlich erreichen wollen.
How to see that we make full use of digital Wie können wir dafür sorgen, dass wir die digitalen Technologien vollständig einsetzen im Interesse unserer Bürger und Bürgerinnen? Wie können wir gleichzeitig dafür sorgen, dass wir die richtigen Ressourcen haben, die richtigen Fertigkeiten haben, die richtigen Möglichkeiten haben, um im Interesse der Bürgerinnen zu arbeiten? Dieses Schreiben, das Sie ansprechen, war, glaube ich, sehr willkommen. Ich fand es sehr ermutigend, weil das Schreiben eben genau diese Balance auch findet, dazwischen, dass man auf der einen Seite offen sein will, weltoffen sein will als Kontinent, und man gleichzeitig sagt, dass man vielleicht bestimmte Sachen alleine machen sollte als Kontinent, zum Beispiel die Hochleistungsrechner, das wäre ein gutes Beispiel davon. Dann gibt es ein wichtiges Projekt zu Batterien. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man eben diese Balance findet. Auf der einen Seite sollten wir nicht protektionistisch sein, gleichzeitig sollten wir aber nicht von anderen abhängig sein für alles. Ich fand es also sehr gut, dass das Schreiben gekommen ist, und ich fand auch den Wortlaut des Schreibens sehr ermutigend. Was können wir innerhalb der transatlantischen Partnerschaft erreichen? Das könnte, glaube ich, ein Ausgangspunkt sein für einen globalen Diskurs und dafür, dass Demokratien zusammen handeln bei diesen wichtigen demokratischen Fragen. Das heißt ja nicht, dass wir alle einheitlich handeln müssen auf der Welt. Wir haben diesen Rat für Technologie vorgeschlagen, damit wir einen Rahmen haben. Und ich würde sagen, dass die Debatte in den USA sich vollkommen verwandelt hat in den letzten 6 Jahren. Früher, als ich meine Themen angesprochen habe, habe ich wenig Verständnis gehört in den USA, aber die Meinungen in beiden Parteien in den USA haben sich jetzt geändert. Ich glaube, dass wir weiter voranschreiten sollten in Europa mit dem, was wir für wichtig halten. Gleichzeitig sollten wir aber überlegen, wie wir andere vielleicht dazu bewegen können, etwas zu tun, und dass wir sie vielleicht überzeugen könnten, dass unsere Meinung vielleicht auch wichtig ist. Andere Demokratien müssen aufholen. Jetzt für die Fraktion Die Linke, die digitale Revolution angeht. Da kann ich ja vielleicht gleich anschließen. Im DSE ist vorgesehen, dass Betroffene bei Maßnahmen zur Gestaltung des Designs der Plattform mit einbezogen werden sollen. Es bleibt aber ziemlich unklar, wie das geschehen soll. Was haben Sie da für Vorstellungen? Of course, it is not for free. Das kommt natürlich nicht umsonst, sondern da braucht man viele Ressourcen, dass die Plattformen auch darauf hinwirken, dass die Leute systematisch benachrichtigt werden, wenn Content weggenommen wird oder runtergenommen wird. Veranschaulicht ja die Tatsache, dass offene, transparente Verfahren ja auch mit Kosten einhergehen, nämlich Kosten, beizubehalten, dass wir keine Upload-Filter haben möchten und dass wir diese Art der Überwachung nicht haben wollen, dass wir auch das Engagement der Plattformen benötigen, dass sie mit den NutzerInnen interagieren und zu schauen, was da eigentlich passiert. Also wenn Inhalte heruntergenommen werden, die illegal erachtet werden, dass die Leute benachrichtigt werden und dass das tatsächlich passiert und dass man dann auch Optionen aufgezeigt haben kann, wie man das anfechten kann. Aber Leute sollen natürlich auch wissen, dass wenn Dinge nicht aufgelöst werden können oder wenn man nicht akzeptiert, dass das gemacht wird, weil vielleicht der Inhalt doch legal ist, dass auch die Gerichte offen bleiben, sodass eben die Dinge aufgeklärt und bewertet werden. Und die Gerichte können uns dann ja auch Leitlinien aufzeigen, dahingehend, was man als illegal in den Mitgliedstaaten erachtet. Natürlich ist das sehr ressourcenaufwendig, aber es ist schon wichtig, dass wir sagen, ja, das Ganze birgt Kosten.
Es kostet etwas, die Meinungsfreiheit zu beschützen, und es kostet auch etwas, zu gewährleisten, dass Dinge, die wir eben nie im echten Leben akzeptiert hätten, dass wir die hier auch nicht haben möchten online. Mhm. Als Wissenschaftspolitikerin interessiert mich noch etwas aus der DSA. Sie haben da unter anderem den Zugang zu Daten sehr großer Plattformen zu Forschungszwecken geregelt. Das finde ich natürlich grundsätzlich erstmal gut. Denn bislang ist es ja so, dass die Plattformen allein entscheiden, wem sie zu welchem Zweck Zugang gewähren. Aber nun ist es so, dass der Vorschlag ein Verlangen der zuständigen Behörde voraussetzt, und er macht aber keine Vorgaben, wann ein solches Verlangen stattfinden muss. Und darüber hinaus, unter dem Blickwinkel der Wissenschaftsfreiheit, könnte das ja auch problematisch sein. Wäre es nicht gut, ein positives Recht für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, diesen Zugang zu erhalten, zu schaffen, wenn sie eben beispielsweise die entsprechenden Kriterien, die definiert werden, erfüllen? Und ich halte es für kritisch, dass dieses Recht von der Fragestellung des Forschungsthemas abhängt. Denn in dem vorliegenden Entwurf, und das hat mich dann wirklich gewundert, werden für wissenschaftliche Untersuchungen nur bestimmte Arten von Risiken ins Auge gefasst? Oder habe ich das falsch gelesen? Nein, ich glaube nicht, dass Sie da etwas falsch gelesen haben. We have these data access requirements. Es gibt diese Datenzugangserfordernisse. For the obvious reasons. Und zwar aus offensichtlichen Gründen, die Sie auch selbst angeführt haben, nämlich für die Forscherinnen und Forscher, dass sie ihre Forschung durchführen können. Und da sagen wir, dass die Risiken ja weit gefächert sind. Illegalitätsrisiken, Desinformationsrisiken, Risiken, dass Grundrechte verletzt werden. Und natürlich gibt es Forschungszugang zu Daten, aber auch den Fall, dass Behörden in den Mitgliedstaaten, in den Zielländern der Dienstleistung, dass diese Behörden direkt Daten anfragen können und dass sie dann nicht, oder dass man dort direkt Daten anfragen kann und nicht an die Behörden des Ursprungslandes herantreten muss. Und das ist auch eine Möglichkeit zu bewerten, was da abläuft. Und natürlich verstehe ich Ihr Argument zu diesem Zeitrahmen. Und wenn Informationsanfragen kommen bei Wettbewerbsrechtsumsetzungen, da ist der Zeitrahmen oft angepasst auf den Typ der Information, die abgefragt werden soll. Wenn man Zugang zu umfangreichen Daten möchte, dann ist die Frist länger gestreckt, und wenn man etwas Kurzes will, dann ist es auch kürzer. Aber das nehme ich gerne mit auf. Da sollten wir darauf achten, auf diese Zeitfristen, dass die richtig sind. Vielen Dank. Die voraussichtlich letzte Frage stellt jetzt für Bündnis 90 Die Grünen Dieter Janicek. Ja, ich möchte nochmal auf das Thema Microtargeting eingehen. Das Europäische Parlament hat ja durchaus strenge Positionen eingenommen bis hin zum Verbot der personalisierten Online-Werbung. Das ist jetzt in dem Entwurf der Kommission so nicht. Welche Abwägung treffen Sie in diesem Fall beim Thema Microtargeting? Yes, it has been a very intense debate. Ja, das war schon eine sehr intensive Debatte, und zwar aus gutem Grunde. Denn zum Beispiel haben wir erlebt, dass es Probleme gibt beim Microtargeting, wenn das politisch verwendet wird insbesondere. Denn da läuft man Gefahr, dass der öffentliche Raum sozusagen privatisiert wird. Zum Beispiel, dass ich eine politische Werbeanzeige in meinem Feed finde, aber ein Journalist kann das nie in Frage stellen oder sehen, oder keiner kann das geltend machen. Was wir hier angehen möchten, ist genau dieses Problem. Sodass eben auch ein Audit, eine Überprüfung des Profilings durch die Gatekeeper durchgeführt wird unter dem
DMA und auch unter der DSGVO. Und der Grund, warum wir noch nicht gesagt haben, ja, das soll jetzt komplett verboten werden, ist, dass wir finden, dass Micro-Targeting ja auch nützlich für kleine Unternehmen sein kann, die vielleicht keine Mittel haben, generell Werbung zu schalten, die vielleicht Kunden generieren möchten außerhalb ihres normalen Schaffensbereichs, die vielleicht Leute, die sich für Sport interessieren, finden wollen, ohne dass man jetzt direkt auf Sportveranstaltungen Werbung schaltet. Also um das Positive hier beizubehalten für einen Teil der Wirtschaftsgemeinschaft, die dieses Microtargeting nützlich findet, möchten wir das beibehalten. Aber gleichzeitig die negativen Punkte angehen, die das Microtargeting mit sich bringt, insbesondere bei der Überprüfung beim Audit der Profilerstellung durch die Gatekeepers. Und das findet sich im Digital Markets Act, im DMA. Vielen Dank. Und dann noch zu dem Thema Sorgfaltspflicht in Transaktionsplattformen wie Online-Marktplätze. Marktplätze sind ja von Verbraucherschutzorganisationen immer wieder auch kritisiert worden, auch in ihrem Entwurf, dass die Frage, welche Sorgfaltspflicht diese für die Produkte auch nachkommen, da nicht entsprechend reguliert ist. Wie stehen Sie denn zu diesen kritischen Äußerungen auch der Verbraucherschützer in dem Kontext? Yes, I hear very often that criticism sort of höre ich oft, said that, dass eben that there solche Kritik sort of geäußert wird, dahingehend, dass sowas wie Importeurpflichten auf die Plattformen zufallen, aber da gäbe es dann keine Plattformen oder keine Mittlerdienste mehr, wenn das so wäre. Was wir also machen möchten, ist, dass wir die Plattformen verpflichten, die Händler zu kennen. Sie sollten ihre Geschäftskunden kennen und sollten dazu in der Lage sein, um auch zu prüfen, dass das tatsächlich auch Händler sind, dass die auch alles vorweisen können, was man braucht, sodass sie auch die Anforderungen einhalten, europäische Regeln bei den Dingen, die sie verkaufen, dass man auch sich beschweren kann. Also das wäre diese Importeursverantwortung oder Haftbarkeit. Denn als Verbraucherin ist es ja wichtig, dass die Verbraucherrechte auch online wie offline gleichermaßen wirksam verfochten werden und dass man auch dagegen vorgehen kann, dass sozusagen illegale Trader etwas verkaufen und wieder verschwinden von der Bildfläche. Und das würde mit dieser Verpflichtung entfallen, indem man eben weiß, welche Kunden man hat auf der Plattform und dass man gewährleistet, dass auch diese ihre Verpflichtungen einhalten. Und das setzt auch voraus, dass sie eben auch auf Anordnungen und Verfügungen der Strafverfolgungsbehörden reagieren müssen. Und wenn man schaut, was bisher ablief, und das entspricht ja dieser Verordnung nicht, und muss geregelt werden. Und das Letzte gehört zur Idee, dass man eben zur Handlung verpflichtet wird. Also das ist diese doppelte Seite. Man muss den Geschäftskunden kennen und man unterliegt auch der Pflicht, zu handeln und darauf hinzuweisen, den Alarm zu schlagen, wenn Dinge unrechtmäßig ablaufen. Das war die letzte Fragerunde. Sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Frau Vestager, herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, so intensiv mit dem Ausschuss über den Digital Service Act, den Digital Market Act und ein paar Themen darüber hinaus zu sprechen. Wir schätzen das sehr. Im Namen des Ausschusses herzlichen Dank. Ja, das waren Klopfgeräusche, das war der Ausschuss. Sie haben sozusagen lautstark das unterstützt. Herzlichen Dank dafür und ich denke, wir werden weiter Gelegenheit haben, im Austausch zu bleiben und das würde mich sehr freuen. Ihnen alles Gute für heute erstmal. Vielen Dank. Well, thank you very much. Ganz herzlichen Dank an really Sie. By this exchange, by das ermutigt mich tatsächlich sehr, dieser Austausch und Ihr Engagement und auch das Niveau der Detailschärfe hier, really die Sie an den Tag gelegt haben. Das ist tatsächlich was, was mich sehr inspiriert und ich möchte mich da von ganzem Herzen bedanken, diesen Nachmittag mit mir verbracht zu haben. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich besonders, weiterhin zusammenzuarbeiten und ich hoffe, dass wir dann zusammen das Ganze umsetzen können und zwar auch zügig. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Dann schließen wir diesen Tagesordnungspunkt. Als Hinweis für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt per Interactio angemeldet sind, sie müssten sich jetzt da abmelden und dann per WebEx wieder der Sitzung teilnehmen. Der
öffentliche Tagesordnungspunkt ist jetzt beendet. Ich unterbreche die Sitzung jetzt für ein paar Minuten und dann machen wir weiter beim nicht öffentlichen Tagesordnungspunkt 3.